Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Ich heiße Amina. In diesem Video machen wir eine kleine Yin-Yoga-Sequenz für die Hüfte. Falls ihr noch nicht wisst, was Yin-Yoga ist: Yin-Yoga ist ein Stil, bei dem man die Positionen länger hält, sodass die Muskulatur sich mehr und mehr entspannen kann. Und damit bearbeiten wir dann das Fasziengewebe. Also deswegen werden wir die meisten Positionen entweder im Liegen oder im Sitzen machen, weil so hat die Muskulatur die Möglichkeit, komplett sich zu entspannen und dann sich zurückzuziehen, sodass das Fasziengewebe die Arbeit übernimmt. Für diese Sequenz braucht ihr vielleicht ein Bolster. Falls ihr ein Yoga-Bolster habt, dürft ihr das natürlich gerne verwenden. Ich habe mir einfach ein Polster von meiner Couch geschnappt. Wir sehen uns gleich. Okay, wir legen gleich los. Im Sitzen. Und werden jede Position zwischen 2 und 3 Minuten halten. Deswegen habe ich auch hier meinen Timer. Bring das rechte Bein auf dein Kissen drauf. Falls du merkst, dass du ein bisschen mehr Dehnung spüren könntest oder vertragen würdest, dann kannst du das natürlich ohne Polster machen und einfach hier das Bein, den Fuß hier auf deinen Oberschenkel drauflegen und dich entspannen. Für mich ist es angenehmer hier mit Kissen, deswegen werde ich auf jeden Fall mit einem Kissen arbeiten. Ja? Denk aber daran, dass es bei Yin Yoga nicht darum geht, jetzt komplett zu entspannen und überhaupt keine Dehnung mehr zu spüren, sondern wir wollen ganz bewusst das Fasziengewebe eben dehnen. Ja, deswegen ist das auch ganz wichtig, eine Position zu suchen, dass du die Dehnung auch spürst. So, dann legen wir los und zieh dich in die Länge. Rechtes Bein ist drauf. Und wenn du jetzt hier schon Dehnung auf der rechten Seite im Po spürst, dann bleibst du einfach schon hier in der aufrechten Position. Ansonsten darfst du dich jetzt gerne nach vorne falten. Und dann leg deine Stirn entweder hier auf deine Hände oder du darfst auch dein Kinn stützen. Das, was für dich angenehm ist. Und dann lass mit jedem Ausatmen hier los. Entspann deinen Rücken. Und spüre vor allem nun in dein rechtes Bein hinein und überprüfe, ob du wirklich hier die Muskeln mehr und mehr entspannst. Gerade am Anfang neigt man noch dazu, die Muskulatur anzuspannen, weil die Dehnung vielleicht sehr intensiv ist. Versuche mit jedem Ausatmen das rechte Bein ganz schwer werden zu lassen. Achte auch darauf, dass du den Rücken nicht verkrampfst. Lass auch hier ganz bewusst los. Ist ruhig und gleichmäßig. Und dann langsam nach oben und
Bring das rechte Bein nach hinten. Schieb dein Kissen ein bisschen weiter nach vorne. Winkel nun hier das linke Bein an. Das rechte Bein kommt nach hinten. Und jetzt darfst du dich hier entweder nur mit den Händen abstützen, wenn du möchtest. Oder du legst dich jetzt hier komplett ab. Oder du schnappst dir hier dein Kissen und legst dich auf das Kissen drauf. So, hier hast du ungefähr 90 Grad Winkel. Du kannst auch gerne hier den rechten Arm um deinen linken Fuß legen. Und du kannst auch gerne hier den linken Arm ausstrecken. Das rechte Bein bleibt hinten auch angewinkelt. Und dann legen wir gleich los. Senk dich langsam nach unten ab, spür einfach hinein, was ist für dich die beste Position. Und du darfst natürlich auch während diesen 3 Minuten den Oberkörper auch verändern. Wenn du einfach merkst, okay, du möchtest ein bisschen hier was verändern in deiner Dehnung, einen anderen Winkel einnehmen, dann darfst du das natürlich gerne machen. Ich lege mich jetzt hier ab, weil für mich ist das so die beste Position. Ich nehme meinen Arm hier nach vorne und lege mich hier ab. Und dann atme hier wieder ruhig und gleichmäßig. Spür nun ganz bewusst in das linke Bein hinein. Und lass mit jedem Ausatmen wieder los. Spür ganz bewusst in den linken Po hinein. Und lass nun die linke Po-Muskulatur los. Wenn du Lust hast, darfst du gerne ein bisschen verändern. Wenn du dich mit dem Oberkörper weiter nach links legst, kann es sein, dass die Dehnung weniger wird. Wenn du den Oberkörper ein wenig nach rechts drehst und dich drauflegst, dann wird eventuell die Dehnung intensiver. Spür einfach, welche Position für dich am besten ist. Jeder Körper ist anders, das heißt, wir werden es immer ein bisschen unterschiedlich spüren. Sollte immer ruhig und gleichmäßig fließen. Gerne auch den Kopf hängen lassen. Genieße deine Position. Atme tiefer und lass dir wirklich Zeit, wenn du aus dieser Position kommst. Und zieh den linken Unterschenkel zu dir ran. Stütz dich mit den Händen hier am Boden auf. Und langsam rauskommen, stell die rechten Zehen auf. Komm in einen herabschauenden Hund. Einmal kurz die Beine treten. Die Fersen in den Boden schieben und dann schwing dein rechtes Bein nach vorne und lass deine linke Hüfte nun aktiv in Richtung Boden sinken. Auch hier kannst du wieder dein Kissen einsetzen und
zum Beispiel dich hier abstützen, um tiefer zu kommen. Jetzt geht es um die Dehnung hier im linken Hüftbeugebereich. Du kannst auch weiter oben bleiben und dich hier abstützen. Oder du kannst dich auch weiter hier nach unten ablegen. Einfach spüren, was für dich die beste Position ist. Und dann legen wir los. Jedem Ausatmen wird deine linke Hüfte ganz schwer. Und falls es hier auf der rechten Seite unangenehm ist, dann kannst du auch hier gerne das Bein weiter öffnen. Ne? Und dich richtig reinhängen. Spüren, was für dich die beste Position ist. Und dann halte hier. Eventuell wirst du es ein bisschen in den Schultern und in den Armen spüren. Dadurch, dass wir uns natürlich hier aufstützen. Wenn es zu viel wird, dann probier wirklich eine Position zu finden, wo du dich ein bisschen mehr reinhängen kannst und nicht ganz so viel Armkraft aufwenden musst. Hier geht es jetzt nicht darum, die perfekte Ausrichtung zu finden, sondern eben eine Position zu finden, dass du die Dehnung hier links spüren kannst. Und ich kann sehr, sehr intensiv werden. Denk dann loszulassen. Entspann deinen Körper. Entspann deinen Kopf. Yin Yoga hat ganz viel auch mit Loslassen zu tun. Dass du einfach abgibst. Auch mental. Einfach loslässt für einen Moment. Alles, was dich beschäftigt, einfach mal außen vor lassen und nur deinen Körper spüren. Hier und jetzt. Atmung wird immer tiefer. Und dann langsam wieder lösen und komm nach oben. So, dann Achtung, beide Hände auf deine Matte. Bring das rechte Bein nach hinten, stell die Zehen auf und dann beginnst du hier langsam die Matte zu treten. Dann komm nach unten und komm wieder zum Sitzen. Zieh dein Kissen zu dir an. Jetzt kommt das linke Bein drauf oder eben ohne Kissen. Du hast hier ungefähr 90 Grad Winkel oder eben hier, wenn du das Bein hier drauflegen möchtest, auch hier 90 Grad Winkel. So. Und dann finde hier wieder deine Position. Und wir legen los. Zieh dich erstmal in die Länge nach oben und entfalte dich entspannt nach vorne. Und leg hier los. Und dann spür in die linke Seite hinein. Jedem Ausatmen sinkst du tiefer, beziehungsweise wird das linke Knie schwerer
und denk wieder daran, einfach loszulassen. Stell dir vor, alles, was vielleicht noch in deinem Kopf herumschwirrt, fällt jetzt nach unten ab und sinkt tief durch dein Kissen oder tief in den Boden hinein. Du machst aus all deinen Gedanken einen großen Bündel und lässt ihn wirklich tief in den Boden hineinsickern. Dass der Kopf, der vielleicht in diese Position ganz schwer erscheint, immer leichter wird. Und vielleicht spürst du in diese Schwere, die wir vielleicht hier gerade im Körper haben, eine gewisse Leichtigkeit, die mehr und mehr einsetzt, weil du mehr und mehr loslässt. Lass dir Zeit und richte dich langsam nach oben auf. Okay, jetzt nimmst du das linke Bein nach hinten. Das rechte Bein wird vorne angewinkelt. Und dann spür einfach hier, in welche Richtung du gehen möchtest und ob du mit oder ohne Kissen arbeiten möchtest. Und dann findest du deine Position und wir legen los. Du darfst dich auch wirklich gerne auf das Bein drauflegen, ja? Und zum Beispiel auch hier das Kissen nehmen und ablegen. Aber denk dran, mach es dir nur so gemütlich, dass du aber auch die Dehnung spürst. Und das Hinterbein darf jetzt entspannt sein. Das ist auch nochmal hier eine ganz schöne Position, weil du eben hier nochmal das Gewicht von deinem ganzen Oberkörper hier auf dein Bein legen kannst. Das wird ein bisschen intensiver. Und dann spür wieder vor allem in den Po hinein, hier und loslassen, links, dann aber auch rechts und loslassen. Und manchmal ist eine Dehnung teilweise nicht immer auszuhalten, aber wir versuchen wirklich hier drin zu bleiben und diese Intensität zu genießen. Was du aber eben machen kannst, ist, wie gesagt, hier ein bisschen Winkelveränderung reinzubringen. Ja, mit dem Oberkörper zum Beispiel zu wandern. Yin-Yoga schult auch unsere Geduld. Geduldig in eine Position zu verharren und einfach hier zu sein und nicht ungeduldig zu werden. In die Langsamkeit zu kommen.
zu entschleunigen. Immer tiefer. Und dann löse langsam auf, lass dir Zeit, komm nach oben. Achtung, dann platziere, zieh deinen rechten Unterschenkel zu dir an und bring beide Hände auf die Matte, stell die Zehen hinten auf, komm in einen herabschauenden Hund, einmal kurz die Beine treten. Dann von hier aus schwingst du nun das linke Bein nach vorne, legst das rechte Knie ab, Zehen flach und dann wollen wir hier unsere Position finden und die Konzentration auf den rechten Hüftbeuger legen. Es geht los. Atme hier tief aus und lass los. Ganz ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Konzentriere dich jetzt mal ganz bewusst auf deine Atmung. Lass deinen Körper einfach hier sinken. Lass deinen Körper einfach machen, während du dich mehr und mehr auf deine Atmung konzentrierst. Spüre, wie deine Atmung durch deinen ganzen Körper fließt. Intensiver wird die Übung auch, wenn du ein bisschen weiter nach oben kommst und dann hier dich zum Beispiel drehst, ja? Und dich ein bisschen zur Seite lehnst. Und dann nochmal hier richtig nach unten abgibst. Und dann darfst du natürlich auch gerne hier den Kopf hängen lassen. Lass auf der rechten Seite los. Und geh für einen Moment in die Stille. Lösen. Stell die Zehen hinten auf
Und geh wieder nach hinten. Senk deine Knie ab und komm nun quer auf deine Matte. Wir kommen zu der letzten Position. Dazu öffnest du jetzt die Knie nach außen. Und die Zehen zeigen auch hier nach außen. Und dann gehst du hier nach unten. Wenn du merkst, dass es von den Füßen her so nicht passt, dann darfst du natürlich gerne die Füße auch nach innen bringen und hier die Knie nach außen. Man muss immer aufpassen mit dieser Position hier, was deine Fußgelenke und was das Knie betrifft. Du gehst nach außen und jetzt musst du einfach mal ausprobieren, ob es für dich besser ist, nach hinten zu kommen oder vielleicht weiter nach vorne. Ja? Jetzt geht es um die Oberschenkelinnenseiten, okay? Und das Kissen kannst du hier einsetzen, um dich abzulegen, okay? So, also entweder nach vorne, die Knie sind hier geöffnet, Unterschenkel parallel und einfach ausprobieren, ist weiter hinten besser für dich oder weiter vorne, okay? Und dann legen wir los. Letzte Haltung. Und genieße diese letzte Position. Nochmal mit vollem Genuss hier loslassen. Position. Mit Yin Yoga bearbeiten wir übrigens auch die Meridiane, ja, die durch unseren Körper verlaufen. Jede Position beansprucht unterschiedliche Weise ein bestimmtes Meridian. Aber jetzt wollen wir uns einmal nur auf die Dehnung konzentrieren. Atmung wird immer tiefer. Atmen hilft immer, auch wenn es sehr intensiv ist. Genieß noch einmal wirklich dieses Gefühl vom Loszulassen. Und dann stützt dich so ganz langsam nach oben auf. Und jetzt lass dir wirklich hier Zeit, denn das ist sehr, sehr intensiv, die Knie wieder zusammenbringen, aber was für eine Erleichterung. Okay, und dann wieder zurückkommen und dann leg dich einmal zum Abschluss auf deinen Rücken.
Und lass die Beine nach außen fallen. Bring deine Hände auf deine Bauchdecke und atme hier tief in den Bauch ein und aus. Vielleicht spürst du hier noch die Hitze von der letzten Übung in der Hüfte und den Oberschenkelinnenseiten. Und dann öffne langsam deine Augen, streck deinen ganzen Körper, atme tief ein. Und ich werde noch eine Weile hier liegen bleiben. Bis dann.